Hallo, wir sind aus der Tiroler Heuschule und zwar Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Hier sind alle meine Flüchtlingspaten. Hinter der Kamera steht Theodora, sie wird alles aufnehmen. Jamil fehlt leider heute, aber wir vier wollen jetzt uns vorstellen. Ich heiße Eva. Ich heiße Vishnu. Ich heiße Defna. Und ich heiße Fatima. Und jetzt gehen wir zu der Haltestelle und sammeln ein paar Meinungen, was die Leute über Rassismus und Courage denken. Was sagen Sie zu unserer Schule gegen Rassismus und Courage? Ja, ich finde das sehr gut, dass ihr so eine Schule seid. Auch ich bin gegen Rassismus. Ja, dass ihr euch dafür engagiert und dieses Projekt jetzt macht, das finde ich sehr schön. Woran erkennt man Ihrer Meinung nach Rassismus? Rassismus erkennt man, wenn es Personen, Gruppierungen gibt, die sagen, diese bestimmte Art, weil einer eine bestimmte Hautfarbe hat, bestimmte Haarfarbe hat, die gehören nicht zu unserer Gruppe. Rassismus erkennt man, so wie ich das sehe, an einer Ausgrenzung Andersdenkender und Andersaussehender. Ich stimme da meinem Partner zu. Wenn Menschen andere Menschen nur verurteilen, weil sie eine andere Hautfarbe oder eine andere Religion zum Beispiel angehören. Rasse bedeutet natürlich also nicht nur der Begriff, sondern das geht also auch um die Hautfarbe, um die Herkunft, um die Religionszugehörigkeit. Ja, wenn Leute ausgegrenzt werden, ich würde sogar sagen, nicht nur aufgrund ihrer Hautfarbe oder anderen Religion, anderem Aussehen, sondern generell Ausgrenzung passiert. Das kann manchmal lustig gemeint sein, kann dann aber auswachsen in größere Abneigung. Da beginnt für mich Rassismus. Also Rassismus kann man für mich daran auch erkennen in der Sprache, wie jemand spricht. Das heißt für mich, dass es nicht für mich alle Zeit ein Rassist ist, sondern das kann man ihm ja sagen. Zum Beispiel, wenn er immer sagt, was willst du von mir, du Neger? Oder so. Ne? Ich bin noch nicht dein Neger. Das ist zum Beispiel Rassismus in der Sprache. Und daran kann man Rassismus auch erkennen. Also es gibt zahlreiche Begrifflichkeiten in der Sprache, die auf Rassismus hindeuten können. Und das muss man natürlich dann auch klar benennen und demjenigen, dem man gegenübersteht, auch klar sagen, dass das für dich rassistisch ist. Was ist das überhaupt, Rassismus? Ich finde, das ist meiner Meinung nach immer, wenn Leute meinen, sie sind besser oder deutlich besser als andere und das auf Sachen zurückführen, die nicht so direkt in ihnen selbst liegen. Und daher immer, wenn jemand was Schlechtes tut, sage ich mal, und damit deutlich macht, ich bin besser als du. Warum haben Sie den Verein Willkommen in Ronberg? Also als wir gehört haben, dass so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, wegen dieses Krieges da im Nahen Osten, haben wir dann auch gehört, dass es hier nötig ist, dass Wohnungen gebaut werden. Und dann sollten Wohnungen gebaut werden in Ronberg und die da gewohnt haben, schon, da war ein großes Grundstück, die sagten, nein, nicht bei uns. Und das hat uns so geärgert und wütend gemacht, dass wir eine Unterschriftensammlung gemacht haben und 250 Leute haben unterschrieben, willkommen Flüchtlinge auch bei uns in Ronnenberg. Und das fanden wir so toll, dass wir gesagt haben, jetzt wollen wir weitermachen und haben den Verein gegründet. Der Verein heißt Willkommen in Ronnenberg, wir e.V. und wir unterstützen Flüchtlinge, vor allen Dingen auch Flüchtlingskinder. Hallo. Ich bin Theodora, ich komme aus Griechenland und Albanien. Ich kann besser Albanisch. Ich wünsche euch für die Dohaus-Schule, bitte kommt ihr hier, weil das ist die beste Schule in der ganzen Welt. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage.